Otto, willkommen zurück. Und wir kümmern uns jetzt erstmal um unser Gefisch. Nicht Gefisch, Gefisch. Oh, die Thunfische haben sich vermehrt. Und die Garnelchen. Die Nutze. Benutzen. Oh, schon wieder jede Menge Sägehaie. Nice. Lalalalalala. Oh, da haben wir ein paar Angler. Nee, nicht Angler, Seeteufel, glaube ich, sind das. Tigermuränen, Entschuldigung. Na, heute waren sie aber nicht fleißig, die Guten. Und hier, glaube ich, auch nicht. So, was haben wir hier? Ach, die sind geschlüpft. Die sind alle geschlüpft. Also wir haben von jeder Haiart, von jeder großen Haiart haben wir eins. Problem, es ist einfach kein Platz. Ich könnte die gar nicht vermehren, weil guck mal. Was haben wir hier? Steht nicht bei, aber von denen fehlt noch. So, was haben wir hier? Muränen. Wir haben Muränen. Ein Ei. Ich kann die Gurken ernten. Ups. Ich brauche wieder Gurken, Kind. Gurkensamen. Ja. Fetch. Auf geht's zum Sushi. Oder sollen wir mal wieder ins Nachtfischen? Fehlen uns da noch Viecher? Ich weiß es gar nicht mehr. Wo ist denn die Katze überhaupt? Die Katze ist gar nicht mehr da. Ach Quatsch, ich wollte ja zur Fischfarm. Ich wollte ja gucken tun, was da noch fehlt. Ob da noch was fehlt. Und wir müssten, glaube ich, dieses eine Ding erweitern, damit wir züchten können. Was war das? Das hier? Glaub schon, ne? Fläche der Erweiterung. Ja, Gletscherbereich, ja. Ich mache einfach mal, damit die sich vermehren können. So, einmal das Nachtfischen. Was fehlt uns da noch? Ein Hai auf jeden Fall. Ein Zebrahai fehlt uns, ein Kupferhai, eine Würfelqualle. Wir gehen mal wieder Nachtfischen. Wir haben ja gerade eh ein bisschen frische Luft. Frische Luft? Ein bisschen Luft, wo wir keine besonderen Sachen brauchen momentan. Da haben wir ja überall noch ein bisschen Zeit. Daher machen wir mal eine Nachttour. Versuchen nochmal die Fischlis zu kriegen. Beziehungsweise die Haie. Hallo. Was ist das? Schock. Na ja, gut, besser. Besser der Schockstab als das Messer, das nichts dacht. Ach, guck mal, da haben wir schon einen Zebra. Den nehmen wir direkt mit.
So. Oh, da haben wir ein Dingens. Nee. Ein komisch Gewehr. Eine Muräne. Hallo, Reni. Schlurp. Oh, noch ein Zebrahai. Sieht so aus. Tatsächlich. Oh nein, ist keine gute Idee. Da sind viele kleine Kackviecher nebendran. Ja gut, dann schwimmt ihr halt da hoch. Ist mir auch egal. Na ja gut, jetzt kommt der. Jetzt schwimmt der zurück. Ich habe nämlich nur Bedenken, wenn wir ihn einschläfern, dass diese kleinen Kackviecher hier ankommen. Ne? Und mich anditschen und ich den nicht einladen kann. Das wäre nämlich ganz schlecht. Zebri, hast du? Boah, warum schwimmt dieses Kackbratzen-Ding jetzt hier vor? Komm her! Jui! Mitnehmen. Boah! Alter, euch habe ich gar nicht gesehen. Geht weg. Ja, genau. Brauche erstmal ewig, um dieses Viech ranzuziehen. Natürlich. Schlaffi, Alter. Was bist du denn? Kurkuma. Ach, das war ein Kochtopf. Ach, da geht's nicht weiter. Alles klar. Aber man sieht sofort, wenn die einen anditschen, die machen halt kaum noch Schaden. Aber es nervt. Na? Meine Cornele. Na? Ich hab Läden, ne? Hätte sich lieber mal nicht mit mir angelegt. Hättest du es lieber mal nicht gemacht. Oh, da sehe ich eine Schwanzflosse, aber ich glaube, das war nur eine kleine. Ja, und wurde direkt wieder Muni aufgefüllt. Jo, es war nur so einer. Macht aber nichts, nimm auch mit. Schlurp. Ein Kanonen. Da lagen einfach mal zwei Seesterne. Ineinander. Warum nicht? Ja, da können wir sowieso nicht weiter runter gleich. Da ist ja viel zu dunkel. Hm. Noch mehr Kanarren. Ach. Nee, das will ich nicht. Oh, hallo, Schnuggi. Grüß dich. Ja. Miau. Ah.
Mein Hinterteil, es tut so weh. Mein Hinterteil, es tut so weh. Guten Tag. Eine Barracuda. Oh, da ist noch eine Barracuda. Barracuda. Lili, 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 lili. Oh, eine Garnele. Oh, 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 was haben wir denn hier? Na Mensch. Kann ich dich so mitnehmen? Bitte, du kannst das. Nein, ich kann ihn nicht so mitnehmen. Auch Menno. Alter. Wie kannst du es wagen? Hey, bleib hier, du Sack. Du Sackgesicht, du. Ja, toll daneben geschossen. Schade. Schade, dass wir keins mehr übrig haben. Ein Humboldt-Kalmar. Müssen wir uns mal merken, dass wir mal immer Ausschau halten nach denen. Die, komm schon, wir haben doch viel Platz. Oh, eine Netzkanone wird uns hier bei denen nur leider nicht viel bringen, weil das hier hauptsächlich böse Viecher sind. Ja, ich ganz gerne ausweichen. Barracuda, komm her. Barracuda. Barack Obama. Barack Obama. Das können wir mitnehmen. Ich muss meine Tasche voll kriegen. Oh. Oh, da haben wir noch Kupfer. So, nehmen wir alles mit. Haben wir immer noch Platz, Kindes. Bringt mal noch ein paar böse Viechers. Ich habe noch Platz. Sieben Kilo. Mehr davon. Darf gerne auch noch ein oder zwei Muränen sein. Muränen. Ach, guck. Guten Tag. Ja, blöd, wenn man daneben schwimmt, ne? Diedel. Yex. Hui. Schluckis, ich habe immer noch Platz. Huh?
Schubidum. Schubidum. Schubidubidubidubidubidum. Ich nehme gerade einfach alles mit, was ich finde. Ich kriege meinen Rucksack einfach nicht voll. Gibt's das denn? La da da da. Du 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 du. Lu du 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 du. Oh, halt's bitte halt durch. Die Folge ist gleich vorbei, dann kannst du husten. So langsam fängt mein Hals an zu kratzen und zu kitzeln. Oh. Oh, hallo, Freund. Tut mir nur leid, dass ich dich nicht mehr mitnehmen kann. Wir haben hier keine Quallen mehr, ne? Schade, weil da wäre wieder Muni gewesen. Ach ja, stimmt, ich kann ja nichts mehr. Okay, jetzt sind wir voll bepackt mit 140 Kilo Fisch. Wir haben genug. Oh ja, genau, den müssen wir aufheben. So, was haben wir? Ein Zebrahai, jawohl. Drückerfisch, Rotfeuerfisch, Barracuda. Und das war's. Aber immerhin den Zebrahai. Ja gut, wir haben auch nur Zebrahai gefunden, ne? Wir hatten ja auch keinen anderen gefunden. Und Humboldt-Kalmar. Ja, sehr gut. Juhu. Die Fischfarm freut sich. Ach, super. Dann können wir los. Und können kochen gehen. Sushi kochen gehen. Oh, musste ich nicht mit Banjo noch reden? War da nicht noch irgendwas wegen der Quest? Ja, da, Gurkenparty. Ja. Banjo, hast du Rezepte mit Gurken? Naja, ich persönlich mag keine Gurken, aber ein Chefkoch sollte in der Lage sein, mit allen vorhandenen Zutaten umzugehen. Ich kenne ein paar Rezepte. Oh, schön, nicht weit von hier findet eine Veranstaltung der Gurkensuche statt. Komischer Name für die Gemeinde. Naja, ich werde mehrere Gurkengerichte zubereiten. Setz die Gerichte auf die Speisekarte, wenn du die Zutaten hast. Eingelegtes Gemüse, frittiertes Gemüse, Gurkenspieß. Gurkenparty. So. Forschung. Unkan-Sushi. Makrelen-Sandwich. Oh, das klingt gut. Seepferdchen und Dorn. Geschmorter Papageienfisch. Oh, Frühlingsrollen. Blobfisch-Frühlingsrollen. Geil. Und das sind teilweise so ultra leckere Gerichte, ne? Ich will auch. Ach so, das ist nicht nur... Ach so, die Gurkensucht, die essen nicht nur Sushi pur aus Gurke, sondern da darf schon Fisch mit bei sein. Das sind also keine Vegane. Oh Gott, das ist natürlich jetzt nicht gut, dass ich das hier rausgeballert habe. Das... Oh. Ui, 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 ui. Ich habe Angst. Ich hoffe, ich habe jetzt keinen Fehler gemacht. So, erstmal hier veredeln. Ne, wir kennen das ja schon. Was ist das eigentlich? Ach, Kugelfisch. Ich sollte vielleicht keine Gurken... Oh. Ich
Ich muss eigentlich so viele Gurken. Ach. Ich müsste eigentlich so viele Gurken machen. So viele Gurken anbauen. Jetzt habe ich das da reingesetzt. Ich habe doch geklickt, verdammt. Mein Gott. Hä? Kann ich den Sägehai jetzt nicht mehr upgraden, weil da so ein Böppel drin sitzt oder was? So, jetzt aber. Ja, dann füg halt den Rest noch dazu, bevor wir es wegschmeißen. So. Rum, bum, 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 bum. Ich krieg natürlich wieder das ganz Hinterste. Ja, ja, ich komm schon. Ach, halt's Maul, weil so ein Tröpfchen auf dem Ding oben sitzt oder was? Geht's noch? Meine Fresse, sind die empfindlich, ey. Kann man nur so empfindlich sein. Unfassbar. Ist so ein kleines Tröpfchen oben auf dem Rand. Bäh, will ich nicht mehr. Ist scheiße. Ist ekelhaft. Will kein Schwein. Ja, war schon mal besser, ne? Wir haben halt viel zu viel veredelt. Das ist halt der Preis dafür. So. Klong. Ich muss in die Höhle mit der ausfließenden Strömung, um den zweiten Schalter im Kontrollraum zu betätigen. Oh! Gibt es einen Weg in die Höhle? Die Strömung könnte heute schwächer sein. Ich sollte mal gucken. Okay. Warum sollte heute die Strömung auf einmal schwächer sein? Verstehe ich nicht. Aber wir gucken in der nächsten Folge, ne? Also tschüss, bis dann!